Fragen? Bitte. Claudio Schiffer, in der Politik. Ich habe eine Frage zum Thema EU-Wahlkampagne, weil letzte Woche ist bekannt geworden, dass Facebook die europaweite Kampagne in Zukunft verhindern wird durch dieses neue Multisystem, das eben nur innerhalb eines Landes die jeweiligen Parteien Werbung machen können, aber zum Beispiel die Europäische Union kann jetzt nicht mehr in der Gesamtunion per se von Brüssel aus eine zentrale Kampagne starten, um die Leute zur Wahl zu motivieren. Und umgekehrt ist es zum Beispiel auch nicht möglich, dass die Fraktionen wie zum Beispiel die ALDE, die SPD oder eben auch die EVP gemeinsam auftreten und halt von Brüssel aus zentral Kampagnen starten. Wie sehen Sie das? Sehen Sie darin einen Angriff auf den europäischen Binneninformationsmarkt? Weil selbiges passiert ja auch für die Medien. Zum Beispiel Zeit Online hat eine Österreich-Rubrik, die kann jetzt theoretisch nicht mehr in Österreich beworben werden und umgekehrt können auch österreichische Medien nicht in Deutschland oder in Frankreich oder sonst wo Werbung für ihre Themen machen. Der Standard publiziert das zum Beispiel auf Englisch. Und wie wichtig ist es sozusagen, dass diese Europawahl als gemeinsame Wahl angesehen wird und nicht sozusagen Wahl der nationalen Interessen, wo dann eben halt die jeweiligen nationalen Abgeordneten nach Brüssel entsandt werden. An wen richtet sich das? An alle. Gleich losstarten. Also es geht darum, dass man keine Werbung schalten darf. Kampagnen dürfte man sehr wohl machen. Ich halte das für die falsche Richtung. Wir brauchen eine europäische Öffentlichkeit, wir brauchen europäische Debatten und wir brauchen auch die Vergleichbarkeit von europäischer Öffentlichkeit. Und was ich überhaupt für einen Wahnsinn halte, ist, dass uns ein amerikanisches Unternehmen diktiert, wie wir hier Europawahlen abhalten. Das halte ich für eine illegitime Einmischung. Und da sieht man, was für eine Macht diese Konzerne mittlerweile haben und mit welcher Unverfrorenheit sie diese Macht auch ausspielen. Ich halte das von Facebook in dem konkreten Fall. Facebook, und da sollten wir uns nicht auf der Nase herumtanzen lassen, sondern möglicherweise darüber nachdenken, ob Europa nicht vielleicht innovativ investiert in eigene Plattformen, die europäische sind und nicht amerikanische. Facebook argumentiert ja, sie wollen eben Einmischung von außen verhindern. Aber eine Einmischung innerhalb Europas ist keine Einmischung von außen. Da hat Facebook, glaube ich, etwas nicht ganz verstanden. Ebenso wie Teile der amerikanischen Administration, dass wir in Europa nämlich zusammenhalten. Das schmeckt so manchen nicht. Sowohl auf der einen Seite des Atlantiks als auch in Russland gibt es Versuche, Europa zu spalten, Europa hier von einer geeinten Stimme abzubringen. Und ich halte das für etwas, wo wir unsere gemeinsame Interessen strikt verteidigen sollten. Das war schon fast ein Plädoyer für die Vereinigten Staaten von Europa am Schluss. Ne? Nein, er will die Republik. So wie Ottmar Karas auch in der Vergangenheit, was er leider mittlerweile bestreitet. Aber ich glaube, worauf es da ganz stark ankommt, ist, sich anzuschauen, welche Optionen haben wir. Und ich glaube nicht, dass wir als Europa sagen können, wir bauen jetzt die Alternative zu Facebook auf. Das ist halt diese dirigistische, etatistische Politik, die nicht funktionieren kann und nicht funktionieren wird. Ich glaube, dass wenn wir ein Problem haben, ich versuche es mit einem anderen Beispiel, zum Beispiel, wir wollen alle, dass sich mehr LKWs von der Straße auf die Schiene bewegen. Ja? Der quasi, sagen wir mal, sozialdemokratische grüne Zugang ist dann zu sagen, ja, wir müssen Strafsteuern und sonstige Verbote hier einführen. Unser Zugang ist, wir schauen uns an, okay, warum ist das so? Es ist zum Beispiel in dem konkreten Beispiel so, dass für die Straße halt Zugang zu den notwendigen Bestimmungen und so weiter so hoch sind und für die Schiene so hoch. Und das ist eine bürokratische Frage dann am Schluss, wo man sagt, vielleicht geht es darum, dass die Sachen einfacher werden. So wie in Estland zum Beispiel 95% der Bevölkerung innerhalb von ein paar Minuten ihre Steuererklärung machen und der Beruf des Steuerberaters unbekannt ist. Und ich glaube, dass diese Innovation sehr stark nicht kommen sollte von wir dirigieren von oben herab und so müsst ihr es machen, sondern dass man einfach die Rahmenbedingungen schafft, für die Wirtschaft und für die Unternehmen, für die Menschen hier zu gestalten. Ja, also ich sehe das ähnlich. Wir müssen in Europa dringend schauen, dass wir unsere digitale Kompetenz erhöhen. Da ist uns die USA wirklich vorausgegangen. Da müssen wir uns einiges zurückholen. Und was die Wahlen betrifft, also ich würde es wichtig finden, dass wir gerade die Wahlen zum Europaparlament, dass wir da zu einem einheitlichen Wahlrecht kommen in Europa. Wir haben jetzt unterschiedliche nationale Wahlrechte zum Europaparlament, das gehört eigentlich auch angegangen in Zukunft, dass man sagt, einheitliches Wahlrecht, dass man sich auch anschaut, wie viele Wählerinnengruppen in Europa mittlerweile leben, die zwar in der EU leben und hier arbeiten, aber weil sie aus Drittstaaten sind, nicht wählen können.
Ja, das hat man bei nationalen Wahlen auch das Problem, das hat man natürlich auch bei der EU-Wahl, dass hier große Gruppen überhaupt nicht an diesem Mindestmaß an demokratischer Beteiligung teilnehmen können. Auch da wird man sich damit auseinandersetzen müssen. Ja, ich kann mich fast ein wenig der Aussage von Herrn Weitz anschließen. Ob jetzt, also ich glaube generell, dass wir wichtigere Probleme haben oder ja, dass Facebook einsehen sollte, dass es wichtigere, wirkliche Probleme gibt als die Einmischung bei einer Wahl. Noch dazu sehe ich das auch so, wir sind Europa, also bitte, wir dürfen uns auch verständigen. Facebook, bei allem, es ist gut und es ist wichtig, dass es es gibt, könnte sich auch um diverse Postings kümmern. Das würde ich im Moment einmal als viel nötiger und wichtiger sehen, wie man die dann aus dem Netz bekommt und wie mit manchen Menschen, da möchte ich wieder den Menschen in den Vordergrund stellen, wie mit denen umgegangen wird auf diesen Seiten, das ist für mich wirklich sehr, sehr fragwürdig. Und zuletzt der Meier. Gut, aber das ist ja nicht nur auf Facebook-Seiten der Fall, das gibt es ja überall. Wenn man sich das Standardforum einmal anschaut, da kommt dann auch manchmal die Grasbirne auf. Aber ich denke, erstens einmal amüsiert mich die Position von Thomas Weitz ein bisschen, weil das ist ein bisschen eine ambivalente Position. Weil einerseits sind es gerade von grüner Seite, aber auch von vielen anderen im Europaparlament, die sagen, es kommen ständig Fake News rein, ja, und die Wahlkämpfe werden beeinflusst. Da macht Facebook so etwas, ja, also reglementiert das und auf einmal ist es nicht mehr gut und wir machen eine europäische Alternative zu Facebook. Ja. Das halte ich ein bisschen für naiv, die europäische Alternative einerseits. Und andererseits sagt dann der Werner Kogler gerne, es gibt so Bot, wie hat er gesagt, Bot-Firmen oder so Bot-Industrie in Russland, wo dann also russische Agenten hocken, die dann diese Geschichten beeinflussen. Ja. Ich habe gesagt, ich hätte gerne mal mit dir eine Betriebsführung in so einer Bot-Firma. Ich halte das alles für ein bisschen überspitzt formuliert. Kann auch sein, denke ich, dass Facebook hier ein bisschen eine Racheaktion macht für die Copyright-Richtlinie und sagt, ja, jetzt habt ihr das beschlossen und jetzt seht ihr mal, was dann passiert, wenn wir mal einen Kanal zudrehen. Ja. Das ist möglich. Gemeinsame Wahl wollen wir nicht. Ja. Es gab ja mehrere Anläufe auch in dieser Periode, dass man sagt, man macht einen Spitzenkandidaten und es soll eine europaweite wahlwerbende Gruppe geben. Das wollen wir nicht. Ich werde in Österreich gewählt als österreichischer Abgeordneter im Europaparlament. Das ist von Anfang an der Sinn dieser Veranstaltung. Ich weiß schon, das sehen hier viele anders, oder nehme ich einmal an, viele Kollegen. Was mich wirklich geschockt hat, war eigentlich im Rahmen der österreichischen Ratspräsidentschaft, gab es einmal eine Veranstaltung mit einem Konzert, da wurden Hymnen gespielt. Ja, da war zuerst die Europahymne, da stehen also Grün, Neos und die Sozialisten stehen auf zu dieser Europahymne. Ja. Danach wird die österreichische Hymne gespielt, bleiben genau die sitzen. Ja. Dann denke ich immer, das ist nicht mein Zugang. Ich bin ein Europaabgeordneter in Österreich gewählter und habe dort draußen österreichische Interessen zu vertreten. Das sehe ich so, weil sonst haben wir im Allgemeinen ein Problem. Ja, dann wird auch unsere Zusammenarbeit, wenn man sagt, jetzt wir versuchen da bezüglich dieser Atomkraftwerke an der Grenze was zu machen, problematisch werden. In meinem Fokus des Interesses steht Österreich und österreichische Interessen. Dafür werde ich auch gewählt und das ist meine Aufgabe. Ich muss dem widersprechen, das sind Fake News. Also dass Österreicher und österreichische Grüne nicht aufstehen bei einer österreichischen Hymne, ist Fake News. Das war so. Aber allerdings jene, die von den Blauen zur Europahymne aufstehen, kommen nicht mehr auf die Liste, das stimmt. Wir stehen auch nicht zur Europahymne. Also, doch, es ist keine Hymne. Die Frau Kappel ist ja wohl aufgestanden. Da kann ich zu keine Nachtmusik aufstehen. Ja, es ist keine Hymne. Die war ja auch eine eher moderate. Das weißt du, dass das keine Hymne ist. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.